Mit einer kleinen Verspätung, aber einem nicht minder herzlichen schönen guten Abend allen, die uns zuschauen, jetzt live oder vielleicht auch noch später, zu der Ausgabe Nummer 7 des MediaBiz Info Channel. Ausgabe Nummer 7, das ist insofern, 7 ist eine besondere Zahl angeblich, aber es hat auch eine Bedeutung, das bedeutet, mindestens 7 Wochen haben wir einen Shutdown oder zumindest einen teilweisen Shutdown, während sich die Wirtshäuser und vorbereiten, die Geschäfte den ersten Ansturm hinter sich haben, die Bilder vom Wochenende sind ja alle noch präsent, gilt für die Kultur und den Kunstbereich und die Filmbranche, die Veranstaltungen, die Theater und so weiter, immer noch. Entweder wir schaffen es aus dem Wohnzimmer, uns auf irgendeine Art und Weise künstlerisch mitzuteilen, oder wir müssen es bleiben lassen. Für die heutige Ausgabe haben wir eine Fülle von Versuchen unternommen, mit kompetenten Menschen zu reden. Einer scheitert momentan technisch, aber dieses Gespräch werden wir dann wahrscheinlich verschieben. Das ist der Chefökonom der Bank Austria, der Herr Magister Stefan Bruckbauer, mit dem wir sehr gerne halt über die Frage, wo ist das ganze Geld hin? Geld verschwindet ja bekanntlich nicht, sondern wechselt höchstens den Besitzer. Wer hat das Geld jetzt, das so vielen Menschen fehlt? Darüber diskutieren wollten. Wir werden diese Diskussion verschieben. Wir haben auch die Kultursprecher der politischen Parteien eingeladen, bis auf eine einzige, die gemeint hat, sie hat heute leider keine Zeit, nämlich die Kultursprecherin der Grünen, die Frau Magister Eva Blümlinger, hat sich da niemand gemeldet. Wir wollten Funktionäre aus dem Bereich der Interessensvertretungen, die brauchen dann Genehmigungen, um mit uns zu sprechen, die ihnen nicht erteilt wurden. Und wir laufen schon die längste Zeit dem Gesundheitsministerium hinterher, weil wir einen kompetenten Fachmann am Apparat haben wollten oder fragen wollten, wie schaut denn das aus, wenn in der Josefstadt viele Menschen beieinander sitzen oder wenn der Fokuspuller ganz nahe am Kameramann halt für die Schärfe sorgt. Wie hoch ist da das Risiko und wieso geht das in einem Flugzeug? Wieso geht das jetzt in einem Restaurant, 4 Leute an einem Tisch mit 1 Meter Abstand, aber zum Beispiel bei Dreharbeiten oder in einem Theater gar nicht? Fragen, die wir heute nicht beantworten können, aber trotzdem haben wir hoffentlich eine, wie ich das nennen würde, intelligente Gesprächsrunde zusammengestellt, die ich recht herzlich begrüßen möchte. Ich beginne mit dem Stefan Husowitzki, Präsident der Akademie des österreichischen Filmes, Regisseur, Drehbuchautor und Oscar-Preisträger. Es ist zwar schon eine Zeit her, aber ich glaube, das ist wie beim Olympiasieg, das vergeht nie, das bleibt mein Leben lang, oder? Ich hoffe, dass es mir nicht aberkannt wird. Ebenso ein hochrangiger Preisträger, den prominentesten Theaterpreis, den man in Österreich bekommen kann, der Markus Kupferblum, Servus. Theater- und Opernregisseur mit einem sehr starken internationalen Aktivität, aber Gott sei Dank auch manchmal in Österreich tätig, sitzt, so wie wir alle, momentan mehr oder weniger zu Hause. Er spricht gerade mit mir, aber wir hören ihn nicht, was mich nichts Gutes für diesen heutigen Abend, der interessant beginnt und wahrscheinlich auch interessant aufhören, vermuten lässt. Markus, ich verstehe. Wir müssen uns auf die Gebärdensprache, oh je, jetzt schreibt auf eine Tafel. Das wird für ein Gespräch wird es ein bisschen mühsam werden. Ja, genau. Ich weiß es auch nicht, mein Lieber, woran das liegen kann. Vielleicht schau mal in deinen Toneinstellungen, weil vorhin hat es ja funktioniert und ich hab nichts angegriffen. Ich sag's, wie es ist. Aber jedenfalls, der Markus Kupferblum ist Nestor-Preisträger. Ist auch schon eine Zeit her und das. Na, jetzt haben wir ihn vielleicht. Markus? Ja, ich glaube jetzt, Entschuldigung, ich versuche es am iPad, weil das mein Computer hängt sich immer auf. Ich hoffe, dass das jetzt stabiler ist. Es tut mir sehr leid, irgendwas passiert. Das macht gar nichts. Du bist umso herzlicher willkommen und solange sich nur der Computer aufhängt, ist alles gut. Ich habe dich gerade vorgestellt und wollte gerade dazu sagen, den Nestor-Preis hast du ja für ein Stück bekommen, wo du auch aus der Not eine Tugend gemacht hast, nämlich Dito darf nicht sterben, ein Stück, das du nicht finanzieren konntest und du hast dann für die sozusagen Notvariante den Nestor-Preis bekommen. Machen wir, wenn ich die erste Frage gleich an dich stellen darf, machen wir derzeit auch aus der Not eine Tugend?
Also, jetzt stürze ich mich da gleich in dieses Gespräch rein. Ich schaue irgendwo anders hin, komischerweise, weil ich auf das iPad schaue. Das ist sehr seltsam. Okay, also, ja, wir machen natürlich aus der Not dieses Gespräch schon mal die Tugend, das wird jetzt provozieren, über das. Ah, kommt da noch ein Gesprächspartner dazu? Es sieht fast so aus und ich versuche das jetzt gerade in die Wege zu leiten. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Oh, bitte schön, da sind wir. Ich sehe sie auf jeden Fall. Hervorragend. Jetzt habe ich ein bisschen, ja genau, das wäre super. So, jetzt haben wir aber auf irgendeine merkwürdige Art und Weise den Stefan Losowitzki und den Markus Kupferblum verloren. Das ist, ich versuche die wieder irgendwie zurückzuholen, was jetzt ganz interessant wird. Aber doch, ich darf sie mal vorstellen. Jetzt werden wir schauen, wie wir damit umgehen. Es ist großartig. Es erinnert mich ein bisschen an einen Artikel im Spiegel, damals über die vielen Schaltungen beim Golfkrieg, wo die Überschrift war, in Kairo piept's. Wo wir dann piept's bei uns auch irgendwo und manchmal nicht. Offensichtlich war es so, dass das Skype bei uns, also wir haben nur das Internet, Skype sozusagen und nicht diese Funktion, weil dafür verwenden wir WebEx oder WebEx Citrix. Ich verstehe. Citrix und das kann ich auch da nicht runterladen. Jetzt habe ich es aber auf meinen MacBook runtergeladen und das bin ich jetzt, da habe ich schon jetzt 100 Varianten von Videomöglichkeiten. Perfekt. Okay. Herr Professor, während ich jetzt versuche, die anderen wieder in das Boot zu bringen, Markus, ja, würde ich einfach versuchen, dass wir beginnen mit unserem Gespräch. Und zwar die erste Frage, die ich an Sie schon auch am Telefon gestellt habe, wie wir das besprochen haben, ist: Geld verschwindet ja nicht einfach, das wechselt ja höchstens den Besitzer. Kann mir irgendjemand oder können Sie beantworten, wo ist denn das Geld hin, das jetzt allen fehlt? Beziehungsweise wem fehlt überhaupt Geld? Ja, das ist richtig, ja. Aber Geld kann schon verschwinden, in einem gewissen Sinne. Aber momentan ist die Frage, ja, welches Geld fehlt? Es fehlt das Geld beim Händler, der nicht aufsperren kann oder zum Beispiel, dann ist das Geld, das ihm fehlt, auf dem Konto des Konsumenten, der es nicht ausgeben kann, sofern der Konsument von keiner Arbeitslosigkeit betroffen ist oder von Kurzarbeit und so weiter, dann hat er ein normales Gehalt gehabt im März oder im April, konnte es aber nicht ausgeben und statt auf dem Konto des Einzelhändlers oder des Gastwirtes liegt es am Konto des Konsumenten und ein kleiner Teil davon wird er wahrscheinlich für etwas anderes verwendet haben, möglicherweise einen alternativen Konsum oder andere Ausgaben. Aber im Wesentlichen ist es gespart. Ich verstehe. Das heißt, wer nicht gerade in der unglücklichen Situation steckt, wie sehr viele Kulturschaffende, dass sie kein Einkommen haben, hat ja über Kurzarbeit oder weil er einfach noch in einem Angestelltenverhältnis ist oder Pension bezogen hat zum Beispiel oder auch Arbeitslosengeld, auf das wollte ich dann zu sprechen kommen, hat er sozusagen am Konsum nicht teilnehmen können, weil er nicht hin konnte und nicht, weil die wirtschaftliche... Momentan ist das so, ja, richtig, genau. Nicht, weil es wirtschaftlich, bei vielen ist es nicht noch nicht oder nicht wirtschaftlich bedingt, sondern weil sie es physisch nicht können. Aber natürlich, wie Sie auch erwähnt haben, Betroffene, wie zum Beispiel Kulturschaffende oder Gastronomie, Event und so weiter, den Leuten, die sind natürlich dann in nächster Zeit damit konfrontiert, dass sie weniger Einkommen oder kein Einkommen haben oder auf jeden Fall weniger. Dann gibt es tatsächlich weniger Geld, weil weniger sozusagen Wertschöpfung da ist. Ja? Weil natürlich, wenn er ein Künstler seine Performance nicht machen kann, dann schafft er keinen Wert, der ihn bezahlt und damit, wenn er keinen Wert schafft, dann gibt es kein Einkommen und dann gibt es auch kein BIP. Dann ist das BIP auch weg dann, ja. Das ist übrigens auch eine Prognose aus Ihrem Haus, die ich gelesen habe dieser Tage, dass das Bruttonationalprodukt in Österreich wahrscheinlich kleiner werden wird. Man schätzt 10%, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, heuer ist es auf jeden Fall.
Ja, das ist ein allgemein oft missverstandenes Konzept. Das BIP ist kein Bestand. Das BIP ist so wie Ihr Einkommen. Ja? Und Ihr Einkommen fängt ja am 1. des Monats mit 0 an, sozusagen, und am Ende des Monats haben Sie dann das Einkommen. Und wenn es nicht entsteht, dann bleibt das bei 0. Das heißt, wenn jetzt 10 oder 15% vom BIP nicht gemacht werden, dann füllt sich das nur bis 90% auf. Man muss vielleicht dazu erwähnen, also ich jetzt decke ich das Geheimnis auf, aber in meiner Vita kann man das eh auch lesen, über das ich VWL studiert habe, so wie Sie, Herr Magister, was das aber Bruttonationalprodukt ist. Das ist die Summe aller Dienstleistungen und Finalprodukte, die wir erwirtschaften, jetzt grob vereinfacht gesprochen, nicht? Genau. Also, es ist ein Abbild der Wirtschaftsleistung, wenn man so will. Ja, genau, aber es wird sehr oft auch von Experten emotional als eine Bestandsgröße gesehen. So, weil wir reden ja immer von 1-2% im nächsten Jahr mehr oder weniger. Ja? Aber dabei wird ein bisschen vergessen, dass es eben das Einkommen, das in einem Jahr geschaffen wird. Und wenn es eben wie zurzeit weltweit in vielen Ländern im zweiten Quartal nur zu 70, 80 oder 90% geschaffen wird, weil die Leute nicht arbeiten können oder weil sie nicht kein Einkommen beziehen, dann ist das BIP um genau diesen Prozentsatz tiefer. Und das ist jetzt nicht so eine Bestandsgröße, die, wenn nichts passiert, gleich bleibt. Ja, da wird nichts zerstört, sondern es wird eben nicht geschaffen. Verstehe. Und das passiert halt momentan. Aber hat das einen Einfluss, auf die Gesamtwirtschaft? Also wenn wir jetzt sagen, okay, es ist ein gewisser Konsumausfall, also die drei Säulen, nein, lassen Sie mich anders fragen, ich beginne vielleicht dort, die drei Säulen der österreichischen Volkswirtschaft sind ja die Bauwirtschaft, das ist fast in allen Ländern, der private Konsum, das gilt auch für fast alle Volkswirtschaften, aber bei uns hat der Tourismus einen sehr großen Stellenwert. Mhm. Der ist ja, also da spricht man davon, das wird man nicht aufholen können. Was wir jetzt Ende der Wintersaison, wahrscheinlich auch Beginn der Sommersaison oder im Sommer verlieren werden, das wird nicht aufholbar sein. Was hat das für Auswirkungen? Ich frage deshalb, die große Sorge vieler Kulturschaffenden ist ja derzeit die, viele, nicht alle, wir können das auch nicht wirklich quantifizieren, sind in den Genuss von Hilfsmaßnahmen bekommen. Seitens der Regierung verspricht man uns auch, dass man daran arbeitet, dass das auch weiter funktionieren wird und dass auch für die jetzt nicht zum Zug gekommen sind, man schon weiß, dass das zu reparieren ist. Ja? Einzureparierendes, wenn ich mal an Lateinunterricht erinnere. So, jetzt gehen wir davon aus, dass das funktionieren wird. Und jetzt gehen wir davon aus, dass das klappt. Okay. Aber angesichts der großen Summen, man spricht von fast 40 Milliarden, die es vielleicht im Endeffekt sein werden, das ist schon, sind auch die berühmten 10%, die wir vorhin gesprochen haben, um die das BIP kleiner wird, etwa 10% unseres Bruttonationalproduktes, die Regierung jetzt ausgibt, was zu einer massiven Verschuldung führen wird, Neuverschuldung. Und jetzt ist schon angekündigt worden, dass wir uns aus der Krise hinaus investieren, wie der Herr Vizekanzler, der ja auch ein studierter Ökonom ist, gesagt hat, beziehungsweise auch schon angekündigt wurde, Steuererleichterungen werden trotzdem kommen. So, wo kommt dann das Geld her? Also jeder Normalbürger fragt sich und sagt, fix nochmal, wie soll sich das ausgehen? Ja? Also in einem privaten Haushalt, was können wir tun? Ja, können wir selbst gebackene Keks verkaufen? Weil die Frage ja steht, wird noch Geld sein für die Kunst und Kultur, für Fördermodelle, für die Diskussion darüber oder werden die Budgets dann gekürzt werden? Ja, das ist eine komplexe Frage, ein nicht so einfach zu beantworten, klarerweise. Aber es ist klar, grundsätzlich einmal wird der Staat viele Schulden machen. Das heißt, er muss nicht das Geld von woanders nehmen. Er macht jetzt Schulden. Und diese Schulden finanziert er eben durch Anleihen, wenn man eben Kredite aufnimmt, mehr oder weniger. Und die meisten Kredite nimmt er bei der Zentralbank auf, die dafür Geld druckt. Das ist ein bisschen sozusagen die Unterstützung, die wir jetzt haben. Aber natürlich, und kosten tut der Kredit auch nicht sehr viel oder gar nichts, weil die Zinsen sind praktisch null. Darf ich einen kurzen Einschub machen? So haben ja auch die Vereinigten Staaten von Amerika ihre Schulden aus dem Unabhängigkeitskrieg beglichen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
Das darf man so nicht sagen. Also es ist keine monetäre Finanzierung, ist es nicht, weil die müssen das zurückzahlen irgendwann, das wissen wir doch nicht. Aber ich würde mich darüber, würde ich mir noch nicht oder keine so großen Sorgen machen. Das Problem ist eher, dass, und das kriegen wir auch gebacken, aber das Problem kann eher dann entstehen, wenn wir erstens einmal, wenn wir die Wirtschaft nicht mehr hochbringen, so hoch wie vorher, wenn der Schaden größer ist, das heißt, dass also ein Teil auch der Unterstützung in dauerhafte Subventionierung geht. Dass die Arbeitslosigkeit höher sein wird danach, längere Zeit und andere Kosten höher sind und auf der anderen Seite Einnahmen, Steuereinnahmen geringer sind, weil weniger Konsum und so weiter. Dann wird dauerhaft das Budget belastet und dann wird im Budget ein Streit entstehen, was wird finanziert und was wird in Zukunft weniger finanziert. Und dann kann es schon entstehen, dass natürlich für gewisse Dinge weniger da ist. Also das muss man schon so sehen. Weil ich auf Dauer kann der Staat nicht 10% Budgetdefizit haben jedes Jahr. Ne? Mhm. Aber jetzige Lücke macht mir keine so großen Sorgen, das kriegen wir. Aber wenn sozusagen es länger dauert und vor allen Dingen Schaden entsteht, dass manches nicht mehr zurückkehrt, das BIP dauerhaft eine schlechtere Entwicklung nimmt, dann wird auch das Budget, die Einnahmen niedriger sein in Zukunft und die Ausgaben wahrscheinlich höher und dann wird ein stärkerer Kampf um Budgetmittel, um Unterstützung auf jeden Fall eintreten, außer man erhöht die Steuerbelastung, was aber aus heutiger Sicht in Österreich eher nicht so gewünscht, beziehungsweise auch ein bisschen schwierig ist, weil die Steuerquote, Abgabenquote schon relativ hoch ist. Man kann umgliedern, das kann man vielleicht, aber absolut jetzt hergehen, jetzt erhöhen wir die Steuern, dann haben wir wieder mehr Geld. Das wäre wahrscheinlich in der Situation dann sowieso noch einmal sehr schlecht. Also so ganz wegschieben kann man das Problem nicht, dass neben der akuten Geschichte auch mittel- bis langfristig eine Belastung entstehen könnte. Das ist eine der schwierigsten Fragen in der Ökonomie, das kann ich mir erinnern. Der Herr Professor van der Bellen, der jetzt Bundespräsident ist, hat das nicht nur in seinem Unterricht immer vorgetragen, sondern auch einmal im Parlament gesagt, Steuern zahlt keiner gern. Aber den Punkt zu finden, der sozusagen diese Balance hat, den Konsum nicht einzudämmen, aber trotzdem Staatsbedürfnisse zu befriedigen, das ist nicht wirklich trivial. Ja, das ist auch nicht in jedem Land, in jeder Situation gleich. Das muss man natürlich auch sehen. Ja? Also das ist ein Feintuning. Ja. In dem Zusammenhang noch eine Frage. Die Diskussion, die meistens bei Kultur geführt wird, man versucht es immer zu ökonomisieren. Also man sagt immer, ja, der Wert und der Impact und die Hebelwirkung etc. etc. In Wahrheit ist aber Kultur, so wie die Sozialversicherung, jetzt bin ich gespannt, wie weit man darüber reden muss, was die miteinander haben, ist ein meritorisches Produkt. Also sozusagen ein Produkt, das am Markt nicht überlebt, wo aber aufgrund politischer Willensbildung oder der Tatsache, dass man das möchte, staatlich interveniert wird, gestützt wird, wie auch immer. Ist das ein Weg zur Diskussion? Weil wenn die Kultur nur diskutiert und sagt, ja bitteschön, das ist ein Geschäft für den Staat, das werden wir gegen die Landwirtschaft verlieren wahrscheinlich oder gegen die Fischzucht oder irgendjemand anderen, weil die weitaus höhere eine höhere Wirkung für den Staat haben. Ja? Ob jetzt irgendeiner die Tosca in der Staatsoper singt oder nicht, davon werden wir nicht satt, jetzt böse ausgedrückt. Ja, der Vergleich mit der Landwirtschaft ist ein bisschen schwierig, weil da müsste man eine Diskussion anstimmen, sozusagen, inwieweit dies überhaupt Subventionierung braucht, angesichts des Überangebots an Lebensmitteln in der Welt. Aber das ist eine andere Sache. Ja, aber Sie haben absolut recht, natürlich, wenn die Budgets enger werden, dann wird diese Berechnung härter geführt und es ist immer eine sehr breite Diskussion. Was ist eine Breitenwirkung? Kommen weniger Leute nach Wien, wenn die Staatsoper auf 50% nur fährt oder wenn dort um eine, ohne despektierlich zu sein, um eine Stufe weniger Stars
dort sind und so weiter. Das ist aber immer eine Sache. Und das sieht man ja auch in der Werbung und das natürlich hier, das sind natürlich Ausgaben, die am ersten Blick einfacher zu kürzen sind als andere. Ob das dann passiert, weiß ich nicht, aber es ist klar, die monetäre Ausstattung der Kultur ist in Zeiten konjunktureller Schwierigkeiten sicher schwieriger. Und daher ist auch das wahnsinnige Interesse aller, dass wir in diese Situation gar nicht hineinkommen. Und darum gibt der Staat auch so viel Geld aus, dass die Leute gar nicht, dass wir gar nicht in die Situation kommen, dass die Leute weniger konsumieren in Zukunft dauerhaft, dass die Firmen weniger investieren. Mhm. Also das muss unser erstes Ziel sein, sozusagen bevor wir zu streiten beginnen, wer kriegt was vom kleineren Budget, soll man schauen, dass es gar nicht kleiner wird. Ja, ja. Da tut sich die Kultur immer schwer, weil sie weiß, früher waren das Mäzene und heute ist es der Steuerzahler. Deswegen habe ich das mit den meritorischen Gütern ein bisschen ins Spiel gebracht. Das funktioniert nicht ohne ja, das. Ja, aber es ist auch das ist so, dass sozusagen das ist eine schwierige, weil der Steuerzahler, den gibt es nicht, er ist vertreten durch die Politik. Und eine demokratisierte Umfrage, was unterstützt werden soll, glaube ich, ist gerade das, was die Kultur am wenigsten brauchen kann, weil es nicht so einfach zu erklären ist, alles sozusagen. Ja. Und daher ja, ist es sicherlich eine schwierige Situation. Also auch der Tourismus, der natürlich sich ein bisschen leichter tut mit der Argumentation einer, dass er wichtig ist für Jobs und so weiter, auch da wird die Diskussion kommen, inwieweit dort die Unterstützung auf Dauer geht, wenn es nicht so schnell zurückgeht auf alte Niveaus sozusagen. Ja, das ist, wie Sie richtig gesagt haben, der Bruno Kreisky hat gesagt, in einer funktionierenden Demokratie darf man nicht über alles abstimmen. Und der Qualtinger hat in einer Auflage vom Travnicek gemeint, die U3-Station Erdberg kennt sich sparen, die brauche ich nicht, weil dort wohne ich nicht. Ja, ja also. Genau, so, das ist, genau, das ist immer schwierig, wirklich über 50%, darum haben wir auch eine Minderheit, darum haben wir auch eine andere Form der Demokratie, damit das nicht passiert, dass wir nur mehr Mehrheitsdinge haben. Darf ich eine Frage, die wir auf unserem Facebook-Kanal reinbekommen haben? Der Frederik Kacek, Servus Frederik, ein Kameramann, österreichischer Mitglied des AAC, der Österreichischen Kameramannvereinigung, und Intendant oder Direktor des Jüdischen Filmfestivals in Wien. Der Frederik schreibt, wieso kann die Entscheidung einer Regierung von einer Privatbank vernichtet werden? Also in seinem Fall ganz konkret wurde die Garantieanfrage beim AWS abgelehnt, weil er zu alt wäre. Sie sind ja in einer Bank beschäftigt. Ist das einfach nur dumm gelaufen oder geht das nicht? AWS ist keine private Bank, die AWS ist eine staatliche Bank. Mhm. Die ist die verlängerte Arm des Finanzministers, wenn Sie so wollen. Und ich nehme an, die Entscheidung läuft aufgrund der Verordnung und der Bestimmungen. Also es gibt einen gewissen Spielraum, aber es gibt keinen großen Spielraum für die, aber ich kann dazu wirklich schwer was sagen. Erstmal ist das die AWS und zweitens, wie gesagt, kann ich sowieso für sozusagen business-relevante Sachen auf Einzelebene, kann ich gar nicht sagen. Aber wie gesagt, die AWS ist eine staatliche Bank, die gehört dem Staat und ist eine Förderbank und hat vom Finanzminister Förderrichtlinien bekommen, auch vom Parlament im Endeffekt dann. Und an denen werden sich die orientieren. Und wenn sie das nicht getan haben, dann haben sie einen Fehler gemacht. So wie sich Banken wie die Bank Austria, die ja schon lange keine österreichische Bank mehr ist, obwohl sie noch so heißt, sicher auch an Spielregeln halten muss, die sie sich selbst nicht ganz ausgesucht haben. Wobei sie wahrscheinlich mitgewirkt hat auch an den Ausformulierungen und es daher vielen in dieser Krise oder in der jetzigen Situation auch nicht möglich ist zu sagen, okay, eine Bank kann mir helfen, über diese Zeit drüber zu kommen, weil sie manche der Bestimmungen, Stichwort Basel III, nicht erfüllt.
Das ist richtig. Also die Banken agieren in einem sehr, sehr engen Korsett von Seiten des Regulators. Das ist sehr viel enger geworden in den letzten 10 Jahren und ist auch jetzt in der Krise etwas zum Teil gelockert worden, aber halt nur zum Teil. Aber die Banken haben enorme Mengen an, also ich kann keine Zahlen nennen und nur die veröffentlichten Zahlen, die man finden kann. Aber es sind wirklich enorme Mengen an Stundungen, an Verschiebungen, Zahlungsverschiebungen passiert in den letzten Wochen hier, gerade für kleine Unternehmen, kleinste Unternehmen und private Haushalte. Also das in unserer Bank enorme Mengen. Und wir wissen auch von sozusagen den Umfragen, dass das extremst gut funktioniert. Ja. Mhm. Aber es gibt immer irgendwo irgendjemand, der nicht hineinpasst in das Schema. Das kann schon mal passieren. Aber dazu kann ich auch nichts sagen. Also, und wie gesagt, wir sind eine österreichische Bank. Wir gehören sozusagen nur einem ausländischen Eigentümer. Aber das gilt zum Beispiel für andere große österreichische Banken genauso, die mehrheitlich im Auslandsbesitz sind. Ja, natürlich. Der Frederik hat jetzt eine Nachfrage gestellt, aber diese wahrscheinlich auch nicht beantworten können. Mhm. Da geht es einfach darum, wo man einreicht und dass der Staat einen verpflichtet, an seiner Privatbank zu gehen oder ähnliches. Aber darüber können wir jetzt zwar vielleicht befinden. Also wie gesagt, die AWS ist keine Privatbank. Ja, ja. Das ist der Staat. Die Staatsbank, ja. Aber die Frage, die dahinter steckt oder die der Frederik hier gestellt hat, die hat schon was für sich. Also wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund, und ich kann mich noch beim Studium an das Kapitel Scoring für Kreditvergaben erinnern, was da für interessante Ideen immer bestanden haben. Wenn ich da jetzt komplett durchfalle, aus welchen Gründen auch immer, bitte, was mache ich dann? Ich meine, für Mikrokredite gibt es von der ersten Gruppe die zweite Bank. Hat die Bank Austria auch so ein ähnliches Instrument? Ja, aber auch. Was tue ich dann, wenn ich mich überhaupt nicht mehr kapitalisieren kann? Dann habe ich ja eigentlich überhaupt keine Chance als Wirtschaftssubjekt. Ja, richtig. Aber wie gesagt, es gibt noch eine Form auch der Unterstützung, aber am Ende des Tages ist eine Bank ist ihrem Auftrag gemäß in der Gesellschaft eine privatwirtschaftlich und auch am Ende seinen Eigentümern, seinen Beschäftigten und der Gesellschaft verpflichtet. Ja. Und dafür muss er sich an gewisse Regeln halten. Und eine davon ist sicherlich, dass sie mittel- bis langfristig überlebt. Sie ist aber nicht primär natürlich für sozusagen für Sozialaufgaben primär da. Sie machen da extrem viel. In den letzten Jahren ist das stark gestiegen, aber das ist eben außerhalb des Geschäftsbereiches, wenn Sie so wollen. Mhm. Das ist eindeutig eine Aufgabe der Sozialpolitik. Ja, aber wird man nicht alle in die Pflicht nehmen müssen, die am Finanzmarkt auf irgendeine Art und Weise ihr Business machen? Also das ist eine Entwicklung, die ja auch politisch diskutiert wird. Da geht es jetzt dann nicht nur um die Superreichen und um die Yachtbesitzer, deren Yachten auf St. Bartholomä in der Karibik überwintern, sondern da geht es ja um alle, die an diesem Finanzmarkt in irgendeiner Weise teilhaben. Und es gibt ja irgendwo diesen Spruch, aber ich bitte es jetzt nicht, das ist jetzt kein Bankenbashing werden. Ja. Das habe ich als Student aus der Uni gemacht. Aber irgendwer sagt immer, eine Bank ist eine Maschine zum Geld drucken. Und die einzige, das nicht. Die einzige das legale. Das ist nur die Zentralbank. Das ist bitte nur die Verstehe. Zentralbank. Okay. Wir können kein Geld drucken, aber die Banken übernehmen gerade eine extrem wichtige Aufgabe im Sichern des Überlebens vieler kleiner Unternehmen, indem sie Stundungen machen und so weiter und so fort. Also da passiert extrem viel, weit mehr als im normalen möglich wäre, aber am Ende des Tages dient eine Bank einer Gesellschaft am besten damit, dass sie keine Staatshilfe braucht, dann, weil sie sozusagen Dinge gemacht hat, die nicht zu ihren Aufgabenbereichen gehören. Das haben wir ja auch gehabt in Österreich und das war sehr, sehr teuer. Eine Bank, die sich anderen Dingen verpflichtet hatte als sozusagen dem Überleben der Bank. Und daher würde ich warnen davor, sozusagen zu glauben, nur weil eine Bank viel Geld besitzt, das Geld der Bank gehört ja auch jemandem, das gehört ja nicht der Bank.
Nur ganz wenig gehört der Bank. Das meiste gehört ihren Kunden. Und die wollen das Geld auch wieder zurück. Und das ist auch gut so. Bei der Finanzkrise, da gab es eine große Überschrift, wie Herr sagt, wenn ich so schön, die Gier ist ein Luder. Und Sie würden als Ökonom und als Banker, wenn ich das so sagen darf, an jeden, der einem Geld schenken will, sagen, misstrauen Sie ihm, ja, weil das gibt es nicht. Keiner schenkt einem ein Geld. Und irgendwie sind alle damals in diese Falle gegangen, oder alle, sehr viele. Richtig. Also Free Lunch, wie das so schön heißt, gibt es de facto nicht. Aber natürlich gibt es manchmal Geld geschenkt, aber das hat altruistische Gründe dann. Aber sozusagen, wenn man glaubt, man kann irgendwo Geld abziehen und es tut niemandem weh, dann täuscht man sich meistens. Ja, das ist es. Herr Magister, Sie haben in Ihrer Prognose, und ich weiß, wir müssen Schluss machen, weil Sie haben nur bis 19 Uhr Zeit. Jetzt sind wir schon ein bisschen genau, drüber. Genau, ich habe schon hier einen Call schon am Radar. Sie haben in Ihrer Prognose gesagt, dass der Konsum wieder anspringen wird. Also wir haben schon gesagt, aufzuholen wird manches nicht sein. Wir werden in der Gesamtwirtschaftsleistung, das wird nicht mehr ganz das Niveau der Vorjahre erreichen. Aber das heißt nicht, dass es so bleiben muss, wenn ich das so zusammenfassen kann. Und es heißt vor allem eines, dass Teile dieses Konsums nachgeholt werden. Also wir haben das am letzten Wochenende gesehen und auch vorher, wie die Baumärkte offen waren, wie viel da in Wahrheit gegangen ist. Und der Handel hat also auch gemeldet, das waren Wochenende, die haben sie manchmal vor Weihnachten nicht, was den Umsatz betrifft. Also Sie gehen davon aus, dass wenn die Lockerungsmaßnahmen so bleiben können, wenn es nicht eine zweite Welle gibt, nicht einen neuen Shutdown, dass sich das wieder durchaus mit einem kleinen Anstieg jetzt dann wieder einzupendeln imstande ist. Ja, allerdings sehen wir das richtig zurück auf das Niveau, das wir hatten vor der Krise, sehen wir eigentlich erst gegen Ende 2021. Ja. Mhm. Also vieles jetzt schon, heuer noch. Also wir kommen wieder auf ein Niveau im Bereich von 95% vielleicht, zwischen 90 und 95 auf jeden Fall zum Jahresende. Also vieles kommt wieder, also so bleibt es nicht so. Aber dass wir so zur alten Stärke zurückkehren, das dauert länger und das dann auch nur unter günstigen Rahmenbedingungen, dass eben nicht zu viel passiert und die Wirtschaftspolitik optimal das löst. Ja. Aber so tief wie jetzt bleibt es nicht. Das haben wir in unserer Prognose. Letzte Frage. Was würden Sie den Kulturschaffenden empfehlen? Sie waren vorher so ehrlich, wie wir gesagt haben, wenn man bei der Bank jetzt keine Chance hat, und sich zu finanzieren über einen Finanzdienstleister, das wird ja dann schwer, wenn man da überall bei den Kriterien durchfällt. Was würden Sie denn den Künstlern empfehlen? Es gibt etliche Sparten der Kunst, die müssen sich darauf einstellen, dass es längere Zeit dort einen Shutdown gibt. Job wechseln, ja, umlernen, oder hat der Staat hier doch aus Ihrer Sicht jetzt im Gesamten gesehen durchaus auch ein Mandat einzugreifen und zu sagen, nein, das stützen wir, weil das ist wichtig? Nein, der Staat muss nach dem Prinzip agieren, dass alles das, was vorher Sinn gemacht hat, funktioniert hat, dass man das auch erhalten kann, dass es nachher wieder weitergeht. Natürlich, was vorher schon nicht funktioniert hat, da macht es keinen Sinn, wenn der Staat jetzt das unterstützt. Es ist besser das, was vorher funktioniert hat, wie immer man das definiert. Ja, das heißt nicht wirtschaftlicher Erfolg, das will ich gar nicht sagen. Das sollte da über diese Delle drüber getragen werden und danach wieder die Chance haben, so weiter zu agieren wie vorher und sich zu beweisen. Das würde ich als Yardstick sozusagen nehmen. Habe ich vorher überleben können, werde ich es nachher wahrscheinlich auch wieder. Es wird ganz wenige Bereiche geben, wo das nicht gilt. War es vorher schwierig, wird es nachher auch schwieriger oder noch schwieriger. Herr Magister, ich bedanke mich recht herzlich. Das war Magister Stefan Buchbauer, Chefökonom der Bank Austria, der dieser Tage mit einer Prognose zu der Entwicklung nach und auch noch ein bisschen während dieser Corona-Krise auf sich aufmerksam gemacht hat. Lieben herzlichen Dank, dass Sie Zeit hatten. Ich lasse mich entschuldigen bei den Gesprächsteilnehmern, die jetzt warten mussten. Danke vielmals. Schönen Abend noch. Danke, Herr Magister. Ihnen auch. Wiederhören. Und wir werden jetzt versuchen, die unterbrochene Verbindung, die zu Stefan Lusowitzki und zu Markus Kupferblum auf irgendeine Art und Weise wiederherzustellen. Ich bin sehr gespannt, ob uns das,
ob uns das gelingen wird. Aber wir haben ein bisschen Zeit dafür, weil wir ein Gespräch voraufgezeichnet haben, wo wir versuchen, ein bisschen die Geschichte der Streamingdienste zu diskutieren, nämlich der Zurverfügungstellung von Entertainment-Content, vor allem aus der Kabarett-Szene, die sich jetzt auch in einer eigenen Interessensgemeinschaft Kabarett zusammengefunden hat, zu quantifizieren. Ich habe dazu mit Magister Markus Mittermeier aus der Führungsriege der Firma Hornzel, die ja in mehrfacher Gestalt zu den ganz großen Unternehmen in Österreich zählt. Hornzel hat ja begonnen als Künstleragentur, was sie heute auch noch macht, was der Chef heute auch immer noch ist, aber das geht weit darüber hinaus. Hornzel ist der Vertriebspartner für sehr viele Filme, Kabarettprogramme und andere Produkte aus dem künstlerischen Bereich, hat mit Michael Nevarani gemeinsam das Globe Theater realisiert in der Marx-Halle in Wien, im dritten Bezirk, wo ja sehr erfolgreich Theaterproduktionen, Stichwort Richard III., Romeo und Julia, über die Bühne gegangen sind und das natürlich ebenfalls geschlossen ist. Sowohl auf der Website vom Globe Theater als auch seit einigen Tagen erst auf der Website von Josef Hader, der sich übrigens auch in dieser Kabarett IG engagiert, können derzeit Inhalte, Programme der Künstler gratis abgerufen werden. Und die Universal Studios haben auf sich aufmerksam gemacht, weil sie ihren neuesten Film Troll ins Kino, aber eigentlich nicht ins Kino gebracht haben, sondern sofort in eine digitale Verwertung. Und dort über ein sogenanntes Premium-Abo-Modell, ein Premium-VOD-Modell, das ihnen an die 100 Millionen Box Office beschert hat, was aus der Sicht der Universal Studios schon ein Erfolg war. Die Antwort kam postwendend, die AMC Studios, also die AMC Kinokette mit fast 3000 Outlets in den USA. In Österreich gehören die UCI Kinos dazu, die übrigens, wenn ich das richtig im Kopf habe, mehrheitlich mittlerweile im chinesischen Besitz ist. Also diese Kinokette hat sofort erklärt, wir werden ab heute keine Universal-Filme mehr spielen. Ich habe mit dem Markus Mittermeier vor 18.30 Uhr, also am Nachmittag, er konnte Termin nicht anders, telefoniert. Und wir haben eben darüber gesprochen, lässt sich daraus für Österreich etwas lernen oder lässt sich überhaupt etwas daraus lernen, wird dieses Streaming in Zukunft wichtiger werden als DVDs oder die Kinoverwertung? Ist ja für Österreich ohnehin kein Thema, also für den österreichischen Film ohnehin kein Thema, aufgrund der Sperrfristen und ja im internationalen Bereich, so wie sozusagen diese Diskussion zwischen den Festivals und Netflix sich abflacht, wird sich das auch wieder abflachen. Und ja, klar, für die Majors als globale Anbieter ist es natürlich interessant, solche Premium-VOD-Angebote zu machen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass du dann auch eine entsprechende Anzahl, also diese Premium-Preise, die sie da aufrufen von, ich weiß ja nicht, 10, 15 Dollar oder so irgendwas. 19 Dollar waren es bei Troll. Sogar 19 Dollar noch einmal drüber. Das ist natürlich ein schöner Income, den sie dann mit Verleihern nicht teilen müssen. Extra, also sozusagen, das machen sie selber, aber weniger Kosten. So ist es, genau. Aber das ist ja gar nicht einmal so schlecht. Also das ist auch weitaus mehr als eine Kinokarte, muss man auch dazu sagen. Ja. Also so gesehen, da würde das Modell funktionieren, aber ich fürchte, das wird nur bei den Großen funktionieren. Also das ist so wie in der Musik. Schurli und die Motorbienen aus Herneus haben immer schlechtere Karten gehabt gegen, weiß ich nicht, Madonna. Ja, wenn du das jetzt willst, da jetzt irgendeine Analogie zum österreichischen Film mit Hollywood herstellen, weiß ich nicht. Also für Österreich kann ich es mir nicht vorstellen. Ich kann mir vielleicht vorstellen, dass irgendwann die Verwertungsfenster ein bisschen kürzer werden, ja. Das mag da oder dort Sinn haben. Auf andere kann man jetzt schon die Verwertungsfenster verkürzen in Richtung VOD und DVD, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass sozusagen Online First oder gleichzeitiger Startkino sehe ich jetzt nicht, würde ich auch nicht für sinnvoll erachten, auch im Angesicht der aktuellen
interessanten, spannenden Kinolandschaft, die es ja nach wie vor gibt in Österreich. Gott sei Dank. Hornsl ist der Vertriebspartner für sehr viele Verleiher in Österreich und damit für sehr vielen österreichischen Content, abgesehen davon, dass er ja auch die Edition der österreichische Film gemeinsam mit dem Standard herausgibt. Wie ist denn eure Erfahrung jetzt mit Streaming versus eher noch traditionelle, aber wenn man alle Studien liest, angeblich vom Aussterben bedrohte Verbreitung wie auf DVDs? Auch wenn die Umsätze im physischen Produkt sich über die letzten Jahre, also ich würde jetzt einmal sagen, wir sind ungefähr auf einem Drittel von dem Niveau wie vor 5, 6 Jahren oder so irgendwas. Ja, das ist natürlich dramatisch, dem muss man eine Rechnung tragen, auch strukturell, aber die Streaming-Umsätze können das nicht kompensieren. Ja. Wobei sie global zunehmen. Also wenn du Studien anschaust, dann ist das eine unfassbare Steigerung. Nur wer kriegt es Geld? Das ist auch so, ja. Aber es geht zumindest 2/3, wenn nicht höher, also auch jetzt für den Deutschland, Österreich, Schweiz Raum, zugunsten der großen 2 Netflix und Amazon, ja. Und die restlichen hunderten Anbieter, die sich da in dem Markt bewegen, kämpfen halt um den restlichen Marktanteil, ja. Und dass sozusagen durch welchen Content Netflix insbesondere getrieben ist, ist eh bekannt, ja. Und bei Amazon ist halt auch das Angebot mittlerweile sehr, sehr unübersichtlich, ja, sodass du hier auch ein Problem hast in der Auffindbarkeit und du kannst sozusagen einen Titel dort nicht extra platzieren, pushen oder sonst irgendwas. Abgesehen davon, für uns als Österreicher als zusätzliches Problem, das wir ja beide kennen, dass du auf diesen beiden Plattformen auch nur Filme veröffentlichen kannst, für die du auch die Deutschlandrechte hast in Österreich. Und das ist ja nicht die Regel. Ja. Abgesehen von der Rechte-Situation, die du angesprochen hast, ist ja das Geschäftsmodell, sagt man in der Branche, von Amazon oder von Netflix ja nicht unbedingt eines, das jetzt große Klickzahlen oder Zuschauerzahlen generieren will. Wir haben in der Sendung vor 2, 3 Wochen gehabt, dass der Irishman auf Netflix gar nicht so viel gehabt hätte. Das wäre an der Kinokasse eine Katastrophe gewesen, 25 Millionen Zuschauer. Das wäre fürs Studio ein absolutes Defizitgeschäft geworden. Mhm. Aber da geht es um Aufmerksamkeit, nicht? Scorsese, die 4 alte weiße Männer machen noch einmal einen Film, könnte man sehr bösartig sagen. Und ganz egal, wie der ist, es ist ein Scorsese-Film mit diesen 3 Darstellern, Pacino, De Niro und Pesci, und hat Aufmerksamkeit und neue Abonnenten generiert. Und das ist das Geschäftsmodell. Das unterscheidet sich doch wesentlich von dem, was wir als Verwertung kennen. Ja, so ist es. Und du siehst ja jetzt auch, ich weiß nicht, jetzt die letzten Zahlen bei Netflix, ich glaube 13 oder 15 Millionen neue Abonnenten jetzt in Q1, was natürlich zum Teil jetzt auch schon zurückzuführen ist auf die aktuelle Situation. Aber das heißt natürlich sozusagen der Kampf um die Aufmerksamkeit oder um das Zeitbudget oder Kulturkonsumbudget, Medienkonsumbudget wird einfach dominiert auch von der Seite, ja, und dagegen anzukommen. Und es gibt einen fast unübersichtlichen, unüberschaubaren Content-Nachschub dort. Ja. Da können auch keine größeren Europäer damit in Wettbewerb treten und geschweige denn Österreich. Obwohl so eine Plattform in manchen Märkten ein Turbo sein kann. Breaking Bad, was in der herkömmlichen Verwertung außerhalb von Amerika, sagen wir mal, zachgrennt ist, ist durch Netflix ein absoluter Heuler geworden. Ja. Oder Haus des Geldes. Diese spanische Produktion, die in Spanien eher durchgefallen ist und durch Netflix ein Erfolg ist, ein Kult geworden ist, inklusive des Partisanenlieds bei der Ciao. Ja. Ja. Aber es ist ja schön, auch dass jetzt einmal eine österreichische Produktion da drauf ist. Also, es ist ja sozusagen, wir wollen ja nicht nur jammern über den, sondern wir haben mit Freude jetzt quasi als Österreicher total Produktion, respektable. Ist, weil der Stefan Rutzowitzki heute bei uns in der Sendung ist, ist Narziss und Goldmund, die ja nur eine ganz kurze traditionelle Auswertung im Kino gehabt haben und dann auf online ausgewichen sind, ist das sozusagen jetzt nur ein Platzhalter? Und verbunden gleich mit der Frage, ihr stellt ja momentan auch sehr viel Content, vor allem Kabarett-Content, Theater-Content, den ihr vertretet, gratis ins Netz.
auch ja. über die Künstler, der Josef Hader ja. auf seiner Plattform, ja. das Globe Theater. Ja. Ist das mehr oder weniger eine Art Platzhalter, so wie man früher Sendefrequenzen mit Programm belegt hat, um zu sagen, wir sind noch da? Bei ja. Geschäftsmodell kann das momentan keines sein und nach deinen Worten wird es auch so schnell keins. Ja, also wir haben ja einen anderen Ansatz jetzt gewählt. Ja, ich beschäftige mich mit einem Kollegen bei Hornzl schon seit einiger Zeit mit alternativen Angeboten zu dem, was es gibt. Ja, und wir haben da so als Schlagwort sozusagen einen digitalen Abhofverkauf irgendwie gewählt, wo wir sagen, okay, was sind die prominenten Marken, abseits jetzt von Medienmarken, nämlich Künstlermarken oder Spielstätten und so weiter, und haben uns da jetzt verschiedenste Systeme auch angeschaut im ganzen deutschsprachigen Raum, verschiedene Sachen ausprobiert und haben dann eine Lösung gefunden, jetzt im Frühjahr, wo wir eigentlich dann eine Woche bevor die Theater-Shutdown war, haben gesagt, können wir das jetzt sozusagen schnell starten und können wir schnell ein Angebot machen für die Zeit der Theatersperre, was das Globe betrifft. Und der Michael Nirvarani wollte auch, dass das kostenfrei ist, ja, für die Zeit und sozusagen als Service für unser Publikum oder für die Fans das anbieten. Ja. Ich erlebe jetzt, dass eine extrem hohe Zuwendung und positive Zuwendung ist. Klar ist es kein Geschäftsmodell, aber wir haben auch eine Spendenmöglichkeit eingerichtet. Ja. Ich kann da oder will jetzt keine Zahlen nennen, aber es kommt so viel rein, dass wir die nicht unbeträchtlichen Streamingkosten, die der Datentransfer verursacht, damit finanzieren können. Mehr wollte man nicht, es soll ja keiner jetzt was dran verdienen. Auch die anderen, die uns ja dabei unterstützen, also vom ORF angefangen, über Burgtheater, Josefstadt, die ganzen Kabarets, das, die uns da ihren Content auch zur Verfügung gestellt haben. Und das funktioniert sehr gut. Und das ist natürlich, sage ich jetzt einmal, ein guter Markenaufbau für die Zeit ab Herbst, wo wir ohnehin geplant haben, so einen Service auch kostenpflichtig zu machen. Ja. Und da ist es jetzt sozusagen hier jetzt einmal, was für Hornzl am naheliegendsten ist, die Theater-Kabarett-Branche und für den Josef halt, also sozusagen das eine ist durchs Globe getragen und für den Josef Hader, der hat gefunden, super, ich probiere das für mich selber auch aus. Auf beiden Plattformen basiert auch aktueller Content, da gibt es einmal wöchentlich einen Podcast mit Ekl Nirvarani Sasam beim Globe. Es gibt einmal wöchentlich eine Homestory vom Josef Hader, die heute Abend ist wieder sehr lustig. Diese Home Stories erzielen auch auf Facebook eine Reichweite bis zu 1 Million. Das heißt, wir können sozusagen über diese Aktivität in dieser Zeit einfach diese Marken etablieren. Ja? Und dann kann der Künstler, so wie der Hader, der nächstes Jahr ein neues Programm macht, auch diese Plattform natürlich auch nutzen. Und das hat einen Marketing-Nutzen und wir hoffen doch irgendwann auch einen wirtschaftlichen. Aber unterm Strich, letzte Frage, heißt das, und das gehört ja wie schon vorher, ich habe die Motorbienen aus Herrn Neuss erwähnt, ja. Dazu braucht es einen Josef Hader und einen Michael Nirvarani, die auch sonst, was das Theater, was das Kino betrifft, was das Kabarett betrifft, Publikumsmagneten sind. Das heißt, Publikum zu generieren wird wahrscheinlich hier sehr schwer sein, wenn ich nicht schon sozusagen einen Ankernamen habe. Ja klar, wir starten weg von, weiß ich nicht, 300.000 Facebook-Fans für Nirvarani oder 100.000 knapp für Josef Hader. Und das ist das Publikum. Wir geben 0 Euro natürlich aus für Werbung jetzt, ja, sondern sozusagen einfach über die sozialen Medien multipliziert sich das. Und wir haben innerhalb von 3-4 Wochen 1 Million Zugriffe drauf gehabt auf beide Plattformen und wir können sozusagen die Leistungsfähigkeit der Systeme testen, wenn du so willst. Und das ist gut und macht uns zuversichtlich für einen Übergang dann in die Kommerzialisierung. Auch wenn ich, um auf das Traurige zurückzukommen, wir gehen nicht davon aus, dass man sozusagen frühere physische Produktumsätze, Medienumsätze damit kompensieren. Aber es ist ein super Tool, das sozusagen in dem zwischen Live-Bereich, Ticketverkauf,
Markenbekanntheit, Image und auch Wirtschaftlichkeit wirken kann. Davon bin ich überzeugt. Lieber Markus, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast zwischen den Terminen, weil Homeoffice, Shutdown oder was auch immer, du hast sehr viel zu tun, ja, habe ich bemerkt. Und danke, ja. Ich persönlich sage danke, also abgesehen davon, dass ich mir die alten Programme von Josef anschauen habe können, das findet man immer mehr so häufig, aber die Pension Schöner, also Schöller, ja. Schöner, nicht... ja, legendär. Ich bekomme keine Luft mit ja. Maxi Böhm und Alfred Böhm. Das war ein ganz großes ja. Vergnügen. Ja. Großes Theater im wahrsten Sinne des Wortes. Was ich da dazu nämlich sagen muss, wir haben Rückmeldungen von Leuten, was du nicht glaubst, was sagst, der Vertriebskanal, das ist sozusagen ein junges Publikum, wo Leute uns schreiben und sagen, ich bin so dankbar, Josef Meinrad hier zu sehen, das ist so unerwartet und so lässig. Und Hoffmannsthal und Josef Meinrad, Burgtheater aus den 70er Jahren, danke, das ist super, ich freue mich. Ja. Und damit haben wir sehr viel positive Emotionen erzeugen können. Gott sei Dank. Markus Mittermeier war das vom Hornzl über Streaming und über die Gedanken, die die Firma Hornzl sich dazu macht und über die Möglichkeiten am österreichischen Markt. So, und jetzt muss ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei diesen beiden Herren hier. Wir hatten euch am Anfang schon gesehen in der Sendung und das Schöne war, dass das dann alles irgendwie nicht funktioniert hat. Genau, und jetzt sind wir aber trotzdem sind wir trotzdem alle vereint. Stefan Nosowitzki, Markus Kupferblum, danke für die Geduld und fürs Warten. Darf ich gleich beginnen mit dir, Stefan Nosowitzki? Du bist ja einer der größten Pechvögel, muss man dazu sagen, was die Corona-Krise betrifft. Bei den anderen war es ja noch nicht fertig und das ist auch schwierig genug, gar keine Frage. Aber du warst, glaube ich, nicht einmal eine Woche mit Narziss und Goldmund, deiner aktuellsten Verfilmung im Kino. Und dann war es das. Dann haben es die Kinos zugesperrt. Ja, es ist irgendwie an dem Freitag, wo es die erste berühmte Pressekonferenz gab, war Kinostart, wo gesagt wurde, dass maximal 50 Personen in einem Raum sein dürfen. Und am Samstag sind dann alle Kinos völlig zugesperrt worden. Das waren unsere ersten beiden Tage des Startwochenendes. Also das war natürlich der absolute Super-GAU. Jetzt gab es dann irgendwas, dass es über Streaming-Plattformen veröffentlicht wird und davon irgendwie ein Teil an die Kinobesitzer geht. Aber im Prinzip ist das Ganze als Super-GAU abgeschrieben. Also das Einzige, was man noch hoffen kann, ist, dass es im internationalen Verkauf dann nächstes Jahr, dass man da noch ein bisschen Ehrenrettung betreiben kann. Du hast in einem Interview, das ich heute gelesen habe, gesagt, natürlich waren damit auch Hoffnungen, was das Publikum betrifft, verbunden und weniger Festivals, weil der Film jetzt nicht so, weiß nicht, wie so extrem Arthouse ist, sondern schon diesen ja sehr populären Roman von Hermann Hesse aufarbeitet. Ich kann es leider nicht sagen, wie, weil ich ihn auch noch nicht gesehen habe. Aber das, womit habt ihr denn gerechnet in Österreich? Puh, das, was da die Estimates waren, weiß ich nicht, aber es war eben schon angelegt als Mainstream-Film für ein Mainstream-Publikum, ein älteres Publikum, weil Literaturverfilmungen haben immer, das haben uns die Sonys gezeigt anhand von Beispielen der letzten Jahre, das ist immer ein älteres, reiferes Publikum. Aber halt schon jetzt eben nicht ein kleiner Arthouse-Film, sondern das hätte schon groß werden sollen. Und ich glaube, er hat in Österreich, ich weiß nicht, 80 Leinwände oder sowas gehabt. Also das ist schon enorm viel. Das bedeutet schon, dass man sich da was ausgerechnet hat. Mhm. Wie geht's dir derzeit im Shutdown? Arbeitest du am nächsten Projekt, also eher entspannter als vielleicht andere? Gut, also ich habe, also so jetzt abgesehen vom Kinostart von Narziss, kann ich nicht klagen. Ich wollte jetzt eher ein bisschen Pause machen. Ich habe noch
Von Hinterland stecken wir in der Post, wo man sehr viel online machen kann. Ich habe andere Projekte, an denen man arbeitet, schreibt, Ideen entwickelt und irgendwie ein bisschen es ruhiger angehen, schadet mir sicher nicht, hatte ich wie gesagt vorgesehen. Ich wäre jetzt eigentlich auf Urlaub gefahren, das hat dann auch nicht stattgefunden, aber irgendwie dieses Nichtsmachen ist natürlich auch angenehmer, wenn man weiß, dass alle anderen auch nichts machen und dass man nichts versäumt. Das ist ja immer die große Panik, von der ich umgetrieben werde. Bevor ich jetzt dann an den Markus die Frage stelle, wie es ihm denn so geht, es ist derzeit ein großes Drängen. Also wir haben heute ein bisschen recherchiert. In Deutschland haben ja Dreharbeiten für eine Fernsehserie sind fortgesetzt worden, auch weil denen der Content im Sommer ausgeht, also in München, um genau zu sein. Das ist eine Ateliersituation, die ist vielleicht ein bisschen anders. Es ist zwar Indoor, aber doch die Bedienung ein bisschen anders. Aber kannst du dir vorstellen, und ich weiß, dass es in Österreich etliche Produzenten gibt, die unterbrochen oder verschoben haben. Das ist mit sehr viel Geld verbunden, Sendergeld, aber auch Fördergeld und Geld, das jetzt einfach für die Knirschgeräusche drauf geht zwischendurch, weil jetzt muss man ja nochmal von vorn anfangen mit vielen Dingen in der Produktionsvorbereitung. Kannst du dir das überhaupt vorstellen, dass das machbar ist? Also die Bavaria hat gesagt, ja, wir versuchen Abstand zu halten oder Ähnliches. Der Paulus Manker ist zitiert worden im News, da muss man sich halt eine neue Art überlegen, wie man Liebe darstellt, wenn man Abstand halten muss. Ist das... Das ist ein blöder Spruch. Natürlich kann man das machen und es gibt auf der ganzen Welt Vorbilder und es gibt auch von den österreichischen Produzenten einen sehr detailliert ausgearbeiteten Plan, wie Drehen unter Corona Umständen aussehen könnte, also mit Verhaltensmaßregeln, mit Tests, wie man das machen kann. Und wie das anderswo gemacht wird, das ist, glaube ich, echt nicht das große Problem. Es ist ja nicht, dass in Österreich Ebola ist und jeder Dritte das hat. Ja, man muss irgendwie sinnvoll natürlich Vorsichtsmaßnahmen treffen, aber das eigentliche Problem ist die Ausfallshaftung, dass Filme immer versichert sind, also die Hauptdarsteller, Regisseur, wenn da natürlich dann am Set einer sich infiziert, dieses Risiko möchte keine Versicherung übernehmen und da wäre halt jetzt die öffentliche Hand gefragt, dass sie einfach sagt, diese Ausfallshaftung übernehmen wir, wie das ja auch bei irgendwelchen internationalen Geschäften teilweise der Fall ist, dass die öffentliche Hand sagt, okay, wir im Fall des Falles springen wir da ein. Und das wäre unbedingt notwendig. Darauf würde man eben hoffen. Das würde, wenn man optimistisch, aber durchaus optimistisch realistisch denkt, kostet das die öffentliche Hand überhaupt nichts. Aber wenn es eben nicht diese Rückversicherung gibt, dann können wir uns diese ganzen speziellen Maßnahmen in die Haare schmieren, dann wird man nicht arbeiten können und es werden ein paar tausend Leute halt von der Arbeitslose leben müssen, anstatt dass sie arbeiten können und Steuern zahlen können. Das ist so ein bisschen, glaube ich, die Sache, die bei der Politik noch nicht angekommen ist, dass wir da etwas machen, was sehr viel beiträgt zur Wertschöpfung. Mhm. Ende des Plädoyers. nein, ich habe das vorhin mit dem Chefökonom der Bank Austria, während ihr quasi rausgeflogen seid, aber ich habe gehört, ihr habt die Zeit genutzt, euch miteinander zu unterhalten, weil ihr wart interessanterweise ja connected, schon auch besprochen und haben die Frage gestellt, wie sieht das aus mit Kultur und das lief im Endeffekt auch darauf hinaus, dass es natürlich eine politische Entscheidung ist. Der Stefan Bruckbauer, also Chefökonom der Bank Austria, hat gemeint, die Politik müsste halt die Bedingungen, wie sie schon vorher waren, sozusagen erhalten, damit sie nachher wieder so bestehen können oder zumindest so bestehen könnten. Das war so irgendwie der Grundgedanke, den er versucht hat zu vermitteln. Markus,
Wie schaut es bei dir aus in der Theaterszene und noch dazu in der freien Szene? Du bist ja in keinem Haus engagiert. Ja, also das habe ich vorher schon versucht zu sagen. Ich glaube, was wichtig wäre, ist, dass wir diese Bedingungen formuliert bekommen von der Politik. Und es geht gar nicht darum, dass das jetzt dieselben Bedingungen sind, die es gab, sondern wir können durchaus auch mit anderen Bedingungen umgehen. Und ich denke mir, wir von der freien Szene sind eigentlich, wir machen unser Leben lang nichts anderes, als aus Nöten Tugenden zu machen. Wir können uns sehr gut unterschiedlichen Situationen anpassen. Wir können uns sehr gut dem Wahnsinn widmen. Ich mache das seit 35 Jahren. Ich mache aus der Unmöglichkeit Dinge. Und das ist eigentlich meine Job Description. Also ob da jetzt noch die Unmöglichkeit dazu kommt, jetzt Liebe darzustellen mit einem Meter Abstand. Ja Leute, es gibt die ganze Tradition des Katakali oder des No-Theaters, da symbolisiert jede Fingerhaltung etwas Bestimmtes, sofern es ein Publikum gibt, das diese Symbole lesen lernt. Alles kann man tun und alles wurde schon gemacht. Wir müssen nicht einmal etwas neu erfinden. Es gibt alles, was es geben muss, nur wir müssen wissen, was, wann und wo. Und dann können wir agieren. Und ich rede jetzt frivol von tausenden Menschen, die in der freien Kunst tätig sind, nicht nur im Theater, aber auch. Wir sind die Experten des Unmöglichen und man muss uns das nur mitteilen. Und was ich ganz erschreckend finde, und verstörend finde, ist, dass niemand mit uns spricht. Ich meine, mittlerweile hat sich das ja schon gebessert, aber wir sind in der Woche 8 des Shutdowns. Ich habe schon gesagt, ich finde diese Idee des Arbeitsstipendiums von der Kaup Hasler eigentlich wunderschön, weil das nicht ein Almosen ist. Wir werden nicht zu Bittstellern degradiert, sondern wir bekommen ein Geld für eine Arbeit, die wir leisten wollen und können. Aber wenn die Entscheidung darüber erst fällt, Mitte Mai, wer das überhaupt bekommen wird, ja Leute, wer der freien Künstlerinnen und Künstler aller Sparten hat denn bitte die Rücklagen, dass man 2 Monate leben kann, ohne delogiert zu werden? Und wenn jetzt erst Mitte Mai die Entscheidung fällt, wer bekommt das, ja, wie soll denn das gehen? Und da ist das wirklich weltfremd zu glauben, dass die freie Szene durchsteht. Und das finde ich wahnsinnig schade und auch entwürdigend, weil wir wollen arbeiten, wir sind auch gewohnt zu arbeiten, wir sind gewohnt, unseren Lebensunterhalt aus eigener Arbeit zu bestreiten, wir sind keine Bittsteller, wir zahlen Steuern, wir zahlen Sozialversicherungsbeiträge. Das heißt, wir sind keine Bittsteller, wir wollen das auch nicht sein und wir wollen das auch nicht werden. Und ich glaube, wie gesagt, dass es ein unglaubliche Man and Woman Power gibt an Know-how, wie man mit solchen Krisen umgeht. Und man muss uns nur lassen. Stefan, als Präsident der Akademie, bist du ja nicht, weil du Präsident der Akademie bist, sondern in deiner Position als Regisseur, als international anerkannter, wahrscheinlich in einer privilegierten Situation, im Gegenteil zum Großteil der Filmschaffenden in Österreich. Ja, ich meine, das sind zwei Sachen, dass ich als Regisseur jetzt natürlich in einer anderen Situation bin, einmal im Jahr maximal, aber eher alle 2 Jahre mal ein Projekt machen, dazwischen Vorbereitungszeiten, Nachbereitungszeiten hat, ist was anderes als jetzt ein Beleuchter oder eine Maskenhilfe oder eine Garderobiere, und das ist dann, glaube ich, eher die Situation, auch wie im Theater, die halt niedrige Gagen haben und halt viele Arbeitstage brauchen, um über die Runden zu kommen. Ja, das ist natürlich bei mir was ganz anderes. Und bei denen ist das Ganze natürlich sehr problematisch mit
diesen, ach, wie heißt dieses schöne Wort, mit diesen außergewöhnlichen Arbeitsverhältnissen, dass man mal irgendwo kurz angestellt ist, dann bei einem Subunternehmer arbeitet, dann wieder frei arbeitet und dadurch fällt man natürlich... Prekäre Beschäftigungsverhältnisse, ja. Genau, danke. Damit passt man nicht in irgendwelche Kasteln. Und ich glaube, das war ja immer ein bisschen ein Problem, das die Politik mit Kunst und Kultur hatte. Ich weiß, in Deutschland gab es mal eine Berechnung, dass die Creative Industries, glaube ich, mehr zur Wertschöpfung, zur nationalen beitragen als die chemische Industrie. Also enorm viel. Das Problem für die Politik ist, da gibt es jetzt nicht irgendeine große Firma, die man irgendwann eröffnen kann und wo arbeiten so und so viel 100 Menschen langfristig, sondern bei uns ist das alles so fürchterlich kompliziert und alles ist eine Ausnahme und alles ist speziell und es sind Projekte und die entstehen und sind dann wieder weg und darauf müsste man halt sehr flexibel reagieren und das glaube ich, das mag die Politik nicht, die sagen, wir wollen noch gar nicht so Ausnahmen machen und wir haben jetzt irgendein Regelwerk und das ist für Damenstrümpfe passt das und für Erdölförderung und das muss doch dann wohl auch für Kino und Theater funktionieren. Tut's aber nicht. Und solange man da nicht bereit ist zu sehen, bei uns funktionieren die Dinge ganz, ganz anders, sind aber trotzdem nicht so schlecht und tragen auch volkswirtschaftlich sehr, sehr viel bei. Und darum wäre es auch schade, wenn das Ganze den Bach runtergehen würde. Solange man das nicht erkennt, wird man auf keinen grünen Zweig kommen. Und wir reden von 200.000 Leuten. Ja, ja. Läuft man nicht Gefahr, entschuldige Markus, läuft man nicht Gefahr, wenn man diese Diskussion zu sehr ökonomisiert, in einen Wettbewerb zu treten mit anderen, weil dann natürlich jemand kommt und sagt, naja, bitte die Landwirtschaft. Ich habe die Frage dem Magister Bruckbauer von der Bank Austria vorhin auch gestellt. Ich sage, da wird man verglichen und sagt, naja, aber die Landwirtschaft, aber die und ähnliches. Der Herr Minister Blümel, der jetzt Finanzminister ist, hat noch im Wahlkampf bei einer Diskussion gesagt auf die Frage, naja, Filmförderung ist ja ein Geschäft für die Republik, sagt er, das sagt da jeder Förderer. Und wenn man mit Ökonomen spricht, sagt man, wenn man das alles zusammenzählt, was dann, glaube ich, an Effekten auftritt, dann kommt am Schluss das Zehnfache vom Bruttonationalprodukt heraus, das geht irgendwie nicht aus. Also läuft man nicht Gefahr, wenn man die Diskussion so sehr ökonomisiert, sich in einer Art Wettbewerb zu befinden, jetzt ohne die wirtschaftliche Bedeutung nicht auch, aber müssen wir nicht anders argumentieren auch damit? Nein, finde ich nicht. Ich finde es eher ein Problem, wenn wir Künstler und Kulturschaffende uns immer selbst darstellen, so als Paradiesvögel und sagen, ach, so wirtschaftliche Zusammenhänge, mit solchen Banalitäten will ich mich gar nicht beschäftigen und ich lebe nur von Luft und Liebe und vom Musenkuss. Ja? Und weil das eben viele sagen, dann heißt es halt in Situationen wie der jetzigen, okay, jetzt ist die Zeit, jetzt lebt es von Luft und Liebe und Musenkuss, wirtschaftliche Dinge interessieren euch eh nicht. Ich finde, nein, so ist es nicht, genauso wie die Landwirtschaft wichtig ist, damit wir Milch und Tomaten kriegen, ist Kunst und Kultur wichtig, damit wir Bücher zum Lesen haben und Filme im Kino oder im Fernsehen zu sehen. Das kann man sehr wohl vergleichen und es ist durchaus legitim, jetzt die volkswirtschaftliche Bedeutung von Kunst und Kultur aufzurechnen und zu sagen, das ist was Wichtiges und gerade für ein Land wie Österreich ist das was extrem Wichtiges, volkswirtschaftlich gesehen. Und die Creative Industries, das bringt dem Land unwahrscheinlich viel. Und wie gesagt, sich da rauszuhalten, das halte ich für ein großes Problem. Und ich halte es für ein großes Problem, dass eben die Politik das offensichtlich auch noch nicht so wirklich kapiert hat, dass Kultur und Kunst mehr ist als so eine Bastelstunde auf höherem Niveau.
Also ich bin da ganz beim Stefan, wenn ich das gleich sagen darf. Ich finde auch, und das sage ich auch für die freie Szene, wir haben genauso viele Zuschauer wie die Bundestheater. Und ich glaube, wir müssen ganz genau ökonomisch argumentieren, weil das ist die einzige Sprache, die die Politiker verstehen wollen, weil wir jetzt keine Staatsmänner haben wie einen Churchill, der sagt ja, wenn wir das Kulturbudget streichen und der Rüstung geben, dann weiß ich nicht mehr, wofür wir eigentlich kämpfen sollten. Diese Leute haben wir nicht in unserer Politik. Wir haben Leute in unserer Politik, die mit uns reden, als wären wir Volksschüler im Schulspielunterricht, denen man sagt, aber Bussi dürft euch aber keine geben auf der Bühne. Das ist eine Infantilisierung der ganzen Kunstszene, die unwürdig ist und eigentlich nur ein Spiegelbild ist für die Überfordertheit der Leute, die sich damit in der Politik befassen. Und ich glaube eben, dass es deshalb ganz wichtig ist, da bin ich vollkommen beim Stefan, wir müssen diesen Menschen in ihrer Sprache ganz deutlich machen, was wir für eine Wirtschaftsleistung vollbringen, dass wir 200.000 Menschen in diesem Land sehen, die Steuern zahlen, die unseren Lebensunterhalt damit bestreiten. Und das sind eben nicht nur die Leute, die man auf der Bühne sieht, sondern es sind die zahllosen Techniker, Lichttechniker und so weiter. Beim Film genauso, jeder Grip, das sind Menschen, die arbeiten gerne, die arbeiten gut, wir sind Profis und wir leisten unseren Beitrag fürs Bruttonationalprodukt. Und da haben wir auch keine Scheu, das zu sagen. Auch wenn wir an das Fantastische glauben und die Fantasie unser Geschäft ist, sozusagen, und die Poesie, die Unmöglichkeit der Poesie. Aber wir sind tatsächlich mit beiden Beinen im tatsächlichen Leben im Jahr 2020 und wissen ganz genau, was ein Euro wert. Das wäre fast ein wunderschönes Schlusswort gewesen, lieber Markus. Aber ich wollte dich noch was fragen, was wir gestern erörtert haben am Telefon. Aber vorher noch eine Frage, Stefan, hört man der Akademie zu? Also letzte Woche war der Mercedes Echerer, die hat an Gesprächen teilgenommen. Hast du das Gefühl, dass man zuhört, den Filmschaffenden? Und die zweite wichtige Frage, sind die überhaupt unter den Hut zu bringen? Oder besteht jetzt nicht die Gefahr, dass jetzt jeder läuft und sagt, okay, jetzt muss ich mal schauen, ich muss weiter produzieren, ich muss das und das machen und so? Ich glaube, unter einen Hut zu bringen, sehr wohl. Also ich wüsste jetzt keine... Oje, jetzt haben wir einen Freeze beim Stefan. Der Stefan ist eingefroren. Ja. Dabei haben wir gar nicht gewusst, ob er was Böses sagen wollte gegen die Politik. Gerade jetzt, ja. Also ich bin gespannt, ob das noch was wird. Markus, an dich die Frage, wir haben in der Vorbesprechung davon gesprochen, dass sich natürlich jetzt auch sozusagen Fehler oder Fehlkonstruktionen rächen. Und du hast ganz konkret die Künstlersozialversicherung angesprochen. Ja. Das ist auch mir ein ganz großes Anliegen, weil ich mich noch als Zeitzeuge daran erinnere. Erstens mal die ganzen Diskussionen in den 90er Jahren, wie wir Künstlerinnen und Künstler zusammengesessen sind und unsere Forderungen oder Wünsche artikuliert haben, was eine Sozialversicherung leisten können soll, weil in Frankreich gibt es eine Künstlersozialversicherung seit 1968 und es gab in Österreich keine. Und jetzt war dann Schwarz-Blau 1 am Werken mit dem Franz Morak und dem Wolfgang Schüssel. Und die haben dann über unser aller Köpfe hinweg ein Sozialversicherungsmodell entwickelt, das vollkommen weltfremd ist und das überhaupt nichts mit der künstlerischen Realität zu tun hat und das eigentlich nur bedeutet hat, und das war für mich so verblüffend, weil es gab diese Ankündigungspressekonferenz, wo ich anwesend war im Publikum und wo man dann gefragt hat, was ist denn bitte der Wert dieser Künstlersozialversicherung für die Künstler? Wo dann der Präsident der SVA damals gesagt hat, ganz verblüffend ehrlich, und ich war sprachlos, der hat gesagt, na, für die Künstler hat das überhaupt keinen Wert, die Künstlersozialversicherung, sondern für die SVA bedeutet das über 10.000 neue Pflichtmitglieder. Und diese unglaubliche, umwerfende Ehrlichkeit, die sitzt mir heute noch in den Knochen, und wir sehen
heute in dieser Pandemie, dieses kleine unsichtbare Virus, wie gesagt, macht so viel sichtbar. Wir sehen, dass diese Künstlersozialversicherung überhaupt nicht ihren Zweck erfüllt, weil in dem Moment, wo man sie braucht, steigt sie aus. Wir brauchen plötzlich einen Härtefonds. Wir brauchen plötzlich ein Arbeitsstipendium, das dann 3 Monate später vielleicht ausgezahlt wird an einige, die begünstigt sind. Aber wir haben nicht eine Künstlersozialversicherung, die dort greift, wo man sie braucht. Eben bei Krankheit oder bei Erwerbslosigkeit. Und in Frankreich ist das überhaupt kein Problem. Da rennt das System mit und alle Künstlerinnen und Künstler in Paris und auch die Bühnenangehörigen, muss man sagen, also nicht nur die auf der Bühne stehen, sondern auch die dahinter, die Vermittlerinnen, die Technikerinnen und so weiter, die leben hervorragend weiter, weil die bekommen einfach ihre Cachets ausgezahlt. So das, was die Versicherung leisten soll, leistet sie. Und die Österreicher kriegen das bitte als Kulturnation und fünftreiches Land der EU überhaupt nicht auf die Reihe, ein Sozialversicherungssystem zu erfinden, das genau da greift. Und da fällt mir noch eine Anekdote ein, wenn ich das jetzt auch erzählen darf. Meine Ex-Frau ist Choreografin und Tänzerin und war angestellt im Stadttheater Klagenfurt für bestimmte Vorstellungen, musste angestellt werden. Und war immer dazwischen arbeitslos, weil sie hatte noch das Glück, weil sie ja in Deutschland fix im Engagement war, überhaupt den Anspruch auf Arbeitslosenversicherung zu bekommen. Und plötzlich bekommt sie einen Anruf vom Arbeitsamt in Wien, sie möge sich bitte dort einfinden. Und sie geht dorthin, sie ist Französin, geht dorthin und wird von diesem Beamten unflätig beschimpft und sagt, was fällt Ihnen eigentlich ein, wie benehmen Sie sich? Und sie sagt, wie bitte? Was meinen Sie bitte? Und er sagt, ja, wie führen Sie sich denn auf? Und dann sagt sie, was, ich bin gerade in das Zimmer gekommen, was ist denn bitte los? Ja, Sie sind in Klagenfurt engagiert für einen Tag, dann werden Sie wieder gefeuert, dann werden Sie in 3 Wochen auf irgendwelchen Gründen wieder eingestellt, wieder für einen Tag, dann werden Sie wieder gefeuert. Was machen Sie bitte dort? Und dieser Typ hat überhaupt nicht gecheckt, dass man als Künstlerin nur für einen Tag angestellt wird, dann wird man wieder entlassen, weil nur an diesem einen Tag diese Vorstellung läuft. Das heißt, diese Leute, die damit tatsächlich beruflich zu tun haben in Österreich, sind überhaupt nicht gewohnt, auf die Lebensbedingungen eines Künstlers einzugehen. Der hatte keine Ahnung, wie die Lebenswirklichkeit einer Künstlerin ausschaut, die er vertritt in seinem Arbeitsamt. Und das finde ich niederschmetternd und genauso wenig Ahnung, wie dieser Mensch hat von der Lebenswirklichkeit eines Künstlers, so wenig Ahnung haben die Politiker von den Lebenswirklichkeiten der Künstler und deshalb entsprechen die Systeme, die in diesem Land zur Verfügung stehen, überhaupt nicht der Realität eines Künstlers. Und da muss ich jetzt wieder sprechen für die 200.000 Menschen in diesem Land, die damit ihr Lebensgehalt bestreiten und die auch ihren Beitrag leisten zu unserer Gesellschaft, nicht nur durch ihre Arbeit, sondern durch die Steuerleistung und Sozialversicherung. Wir sind von dieser Politik nicht vertreten. Wir sind es einfach nicht, weil die Leute keine Ahnung haben. Ja, ja. Vorsicht, da wird der Stefan vorhin von den Politikern zu reden, ist er gefreezed worden. Ja, ich bin auch alles gefreezed. Wir haben dich nicht zu Ende gehört, Stefan. Du wolltest... Achso, nein, die Frage war, glaube ich, nach der Vertretung der ob die Politik zuhört, ja. Und ich habe sehr das Gefühl, dass wirklich allgemein ist, man will jetzt nicht irgendwelche Almosen oder Härtefallfonds oder was weiß ich, sondern das primäre Ziel ist, dass man wieder arbeiten kann. Ja, und selber sein eigenes Geld verdienen kann. Und wir wissen um die Gefahren dieser Pandemie und es ist auch klar, dass man anders arbeiten wird müssen und dass man andere Verhaltensmaßregeln braucht, genauso wie die Apotheker und die Schlag mich tot, sich jetzt anders verhalten müssen, werden auch wir uns anders verhalten, das ist ja eh keine Frage. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, dass man wieder arbeiten kann, dass die Leute ihr eigenes Geld verdienen können. Keiner hat Lust, sich irgendwo anzustellen und Formulare auszufüllen, um irgendwelche
Almosen zu bekommen. Und da würde man eben hoffen, dass sich die zuständigen Politiker wirklich so als unsere Vertreter auch sehen. Ja? Es gab ja offensichtlich Politiker, die dafür gesorgt haben, dass es Ausnahmen gibt für ausländische Jäger, die ins Land kommen dürfen, um hier ihr segensreiches Tun durchführen zu können. Genauso würden wir uns hoffen, dass wir auch Politiker haben, die sich für unsere Anliegen einsetzen. Und unser Hauptanliegen ist, dass man wieder arbeiten kann. Mhm. Und dass es auch eine Nachvollziehbarkeit gibt. Entschuldige, wenn ich das Wort fall, Wolfgang. Aber mir ist es auch ganz wichtig. Ich meine, ich bin kein Naturwissenschaftler. Ich bin da weit weg davon. Aber ich verstehe nicht, warum ein Virus nicht ansteckend ist in einem Restaurant, wenn man zu viert am Tisch sitzt. Aber es ist sehr wohl ansteckend, wenn ich auf der Musikuniversität einen Unterricht durchführen will mit zwei Leuten. Ich verstehe nicht, warum ein Virus nicht ansteckend ist in einem Kirchenraum. Und es ist aber sehr wohl ansteckend in einem Theaterraum. Ich sehe da naturwissenschaftlich keinen Zusammenhang. Und vielleicht bin ich zu blöd dazu, das ist wirklich ganz, ganz gut möglich. Ja? Also, aber ich möchte so erklärt bekommen, dass ich das nachvollziehen kann, wo ist der Unterschied zwischen einem Gottesdienst und einer Theateraufführung. Ja, inhaltlich verstehe ich das, aber vom epidemiologischen Standpunkt verstehe ich es nicht. Und das hätte ich gerne erklärt. Und dann hätte ich wieder Vertrauen vielleicht in die Politiker. Und das fehlt mir massiv, wenn ich mit solchen Tatsachen in Kontakt komme, wo ich mich einfach nicht auskenne und mich dann auch frage, was ist das wahre Motiv? Was steht denn wirklich dahinter? Warum können keine Sommertheater spielen unter freiem Himmel? Warum bitte nicht? Wenn man Fußball spielen darf oder wenn man andere Sachen machen, wie immer. Also diese Verhältnismäßigkeit innerhalb der einzelnen Maßnahmen fehlt mir vollkommen. Und das macht ein sehr schlechtes Gefühl. Ja, ich bin bei diesen Diskussionen immer wahnsinnig vorsichtig, weil sozusagen der Schritt hin dann zu den, wie heißt das so hübsch, Aluhutträgern oder den Verschwörungstheoretikern, dass der Bill Gates an dem allen schuld ist und ähnliche sehr höchst interessante, auch naturwissenschaftlich, medizinisch interessante Versionen, die uns da aufgetischt werden, da wird man dann gleich vereinnahmt. Es gibt ja sogar Politiker, die mit derlei Dingen daherkommen, die stellen aber auch Anfragen im Parlament nach den Chemtrails. Das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. Nein, aber das ist natürlich eine legitime Frage, da steht viel, aber ich glaube, ist da nicht viel auch, also wenn ich jetzt sage Schlamperei, was Österreichisches dabei, weil das, was du aufzählst, muss ja nicht unbedingt böser Wille sein, sondern ich zitiere immer gerne, und das habe ich mit mehreren Juristen schon getan, das ist der Lacher des Monats, mehr oder weniger, der Erlass zum Thema Hochzeit, wo also geregelt wird, dass an einer Hochzeit also jetzt mehr als 5 oder bis zu 10 Leute teilnehmen würden. Und das ist so formuliert, dass die Juristen sagen, bisher dachte man in Österreich, dass nur 2 Leute heiraten dürfen. Jetzt sind es also schon mehrere. Und der zweite, den Juristen stellen, ist, was ist eine Hochzeit? Das ist kein terminologischer Begriff, der ein Rechtssubstrat ausdrückt, weil ja Hochzeit am Standesamt ist was anderes und so weiter und so weiter. Also das hat durchaus was Humoristisches. Und da möchte ich den Stefan gern fragen, ja, ich verstehe das und ich habe auch den Eindruck, und das ist schon bemerkenswert, dass, was den Film betrifft, aber auch andere Bereiche der Kultur, wir zum ersten Mal eine Koalitionssituation und Zusammensetzung haben, wo sich beide Koalitionspartner im Regierungsprogramm dazu bekannt haben und nicht nur halbherzig, wie wir das oft in der Vergangenheit erlebt haben, nicht so ein Halbsatz. Und wenn man jetzt die Hopperlas wegtut, dann gibt es schon, das höre ich auch, diese Commitments. Die Frage ist nur, ist das durchsetzbar? Jetzt bei den Regierungspartnern, die Kohle hergeben müssen, um das ganz locker zu formulieren? Und ist das, was vor ein paar Tagen aus dem Staatssekretariat kam, diese 1 Million mehr für das ÖFI und die anderen kleineren Beträge für die kleine Förderung etc., ist das Ergebnis dann? Mehr ist nicht drinnen. Und kann man damit zufrieden sein oder muss man damit zufrieden sein, weil es nicht mehr möglich ist? Naja, ich meine, zwischen einer wohlformulierten Präambel in einem Regierungsübereinkommen und jetzt wirklich sich in die Materie zu stürzen und dafür zu kämpfen, dass notwendige Gelder locker gemacht werden, ist noch ein kleiner
Sprung, den, wo wir noch dran arbeiten, den zu bewältigen. Es geht schon ein bisschen um Wertschätzung. Es ist, ich habe jetzt gesehen, da gibt's, das ist veröffentlicht worden von der Wirtschaftskammer, so Bedingungen für Freizeitveranstaltungen, wo also aufgelistet ist, erstens Jahrmärkte, zweitens Bäder und so geht es dann dahin. Dann gibt's die Puffs und nach den Puffs kommen dann Theaterkonzerte und Kino. Und hinter Theaterkonzerte und Kino kommt dann nur mehr Indoor-Spielplätze und Paintball-Anlagen. Und da hat man schon das Gefühl, also wenn das irgendwer auf ein offizielles Papier in dieser Form schreibt, allein, dass das niemanden auffällt, dass das sagt schon ein bisschen was aus und sagt vielleicht mehr über das kulturelle Klima aus als eine Präambel im Regierungsübereinkommen, die schön formuliert ist. Diese Förderungen, die es jetzt gab, ja, das ist alles großartig, aber es ist nicht viel und es ist halt, glaube ich, auch nicht das, was wir eben, wie vorhin schon gesagt, alle erhoffen, dass man möglichst bald wieder arbeiten kann. Also im Fall vom ÖFI, da geht es jetzt um Stoffentwicklung. Das ist großartig, dass das gefördert wird, ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn jetzt Leute Geld kriegen für Stoffentwicklung, das heißt, dass in 3, 5, 7 Jahren diese Stoffe dann zu Drehbüchern, zu drehfertigen Büchern gereift sind. Und das heißt, dass in circa 5 Jahren da dann ein Dreh stattfindet, wo Leute Arbeit finden. Jetzt einmal kriegen das ein paar Hanseln, die einen Stoff entwickeln. Also für die Branche insgesamt, das ist was langfristig Großartiges. Ich glaube, die Branche insgesamt bräuchte jetzt eher kurzfristige Dinge, dass man sagen kann, okay, in 1, 2 Monaten habt ihr wieder was zu tun. Vor allem, wo wollen wir das dann spielen? Also wenn wir jetzt drehen, wenn wir jetzt fertigstellen, alles, was nicht fürs Fernsehen gemacht wird, wissen wir nicht, ob wir das hier im Kino zeigen können. Also ja, dann wird es halt gestreamt. Also ich meine, das ist jetzt natürlich auch unser Vorteil gegenüber dem Theater. Ja? Also wenn das mit den Theatern schwierig ist oder in der zweiten Welle noch schwieriger werden sollte, Film kann man auch anders verkaufen, kann man auch anders präsentieren. Ja? Das so ist es halt. Ich meine, das, wie gesagt, da bin ich wohl der Berufenste, darüber zu berichten, mit meinem Narziss und Goldmund, dann muss man das halt irgendwie anders präsentieren. Ja, das haben wir aber als Branche eh schon gelernt, dass es keinen Sinn hat zu sagen, nein, 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 ich will, dass alles so bleibt, wie es immer war, sondern dass man eben sagt, okay, wir haben, uns sind die Inhalte wichtig und ob diese Inhalte, am schönsten ist es natürlich auf der großen Leinwand, aber wenn das Publikum die Inhalte halt lieber konsumieren will, daheim vorm Fernseher oder am Handy oder was auch immer, dann geben wir denen doch das, was sie wollen. Ja, also da finde ich so so diese Haltung, dass man sagt, nein, es darf sich nichts verändern und wir halten uns halt die Augen zu, wenn das Publikum anders ist, die ganzen Bedingungen, wie unsere Arbeit präsentiert werden kann, anders geworden ist, da muss man sich einfach darauf einstellen. Stefan, danke. Markus, deine Analogie zum Theater dazu, was glaubst du? Bei all dem Kenntnis, wie man es umsetzt und diesem Plädoyer, das du gehalten hast für ein gestaltetes Theater, das weiß, was es tut, wann glaubst du, wird das eine Chance haben, sein Publikum außer über Kameras und Streaming-Plattformen zu erreichen? Das musst du bitte die Politiker fragen. Das kann ich überhaupt nicht sagen. Nur, wenn ich mich da jetzt wieder als Dinosaurier oute, als Paradiesvogel sozusagen. Ich bin ganz klar der Meinung, dass es gar nicht funktionieren soll, dass man Theater auf Computerbildschirme streamt, weil das, was das Theater
ausmacht, für mich ist diese, ist die Wahrheit des Augenblicks, ist das genau das Hier und Jetzt, das Ganze, die Poesie des Unvollkommenen, des Gescheiterten oder des Lebendigen, und das kann nur in einem Raum passieren, im Hier und Jetzt, mit dem gemeinsamen Atmen mit dem Publikum. Und wenn man das spürt, dann kann man das nicht ersetzen mit einem Computerbildschirm oder einem Fernsehbildschirm. Und ich glaube, dass es dem Stefan wahrscheinlich ähnlich geht, wenn er an eine Projektion seines Films denkt, weiß Gott, seine großartigen Filme, Die Fälscher, wenn man das sieht im Gartenbaukino oder man sieht das auf einem iPad, das ist ein anderes Produkt, das ist ein anderes sinnliches Empfinden, und Theater ist ein sinnliches Medium und Film ist ein sinnliches Medium und Oper ist ein sinnliches Medium. Und ich finde, und wir haben ganz kurz darüber gesprochen, der Stefan und ich vorher, wie wir zu zweit waren, und ich fand das einen wunderschönen Gedanken, es wird uns suggeriert, der andere ist gefährlich. Du kannst mich umbringen mit deinem Atem. Ich gebe dir keine Hand mehr. Und ich glaube, diese Antikörperlichkeit braucht ganz, ganz klar dieses Bekenntnis zum Schweiß, zur Spucke, zu den Tränen, zu den Körperflüssigkeiten. Wir brauchen das Bekenntnis zu unserem Menschsein. Und das kann das Theater nur dann, wenn es live stattfindet, auf einer Bühne, in einem Raum. Nicht nur Bühne, in einem Raum. Wir bespielen ja auch Räume, die keine Theaterräume sind. Wir müssen darauf bestehen, auf das Hier und Jetzt des Körpers. Wir sind keine Briefmarken auf irgendeinem Bildschirm am Computer. Und dann hat unsere Kunst ein Überleben. Und wenn wir jetzt sagen, na, das ist ja wurscht, dann streame ich einfach ein Theaterstück, das ich 1972 gemacht habe, dann schaffe ich mich selber ab. Und da bin ich ein ganz leidenschaftlicher Verfechter der Poesie des Unmöglichen, des Hier und Jetzt. Ich verstehe. Trotzdem sind wir noch Briefmarken auf einem Computerschirm. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für die Teilnahme. Beim Stefan geht das Licht jetzt schon weg. Das ist, wie sagen Beleuchter immer, am Abend ist mit Dunkelheit zu rechnen. Ja, trotz der Automatik einer solchen Webcam ist das schon deutlich sichtbar. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch beiden für die Teilnahme und für die Beiträge, die ihr zu unserer Diskussion geliefert habt. Ich wünsche euch alles Gute, und wie hat es früher immer geheißen, gesund bleiben und nichts rauchen. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen, und dass wir noch viel von euch in Zukunft sehen dürfen. Vielen, vielen lieben Dank. Wir schauen uns jetzt noch einen Beitrag an, den wir am vergangenen Samstag aufgenommen haben. Wir waren mit der Kamera unter Einhaltung aller Sicherheitsregeln, waren wir in der Gösserhalle in Wien, wo Streaming Austria dreimal in der Woche Veranstaltungen streamt. Und nach den Lockerungen mit Anfang Mai war es am 2. Mai soweit, dass erstmals auch eine Gruppe auf der Bühne auftreten durfte. Und zwar waren das Josh, die am Samstag im Stream aufgetreten sind. Und wir waren dort und haben ein paar Bilder eingefangen, einfach nur um so eine Idee zu geben, was dort passiert. Man muss dazu sagen, dass die Firma Habecker und die Gösserhalle dort wirklich ganz großes Tennis veranstalten. Sie haben auch die ganzen Hallen zur Verfügung. Man sieht das auch. Sie haben sich dort ausgebreitet, so richtig hingefletzt, wie man so schön sagt auf Wienerisch, und probieren alles aus. Alle sind ehrenamtlich mit dabei und versuchen so, das Ding am Leben zu erhalten. Ein paar Impressionen vom letzten Samstag aus der Gösserhalle vom Stream-Konzert von Josh. Alles bereit? Countdown? So schaut's aus zurzeit in Österreichs Veranstaltungstag. Österreichs Kunst und Kultur muss noch schweigen. Es ist still, es ist dunkel. Oder tun wir es so wie Stream Austria? Oh.
Bisher war es eigentlich immer nur ein Gitarrist oder ein Pianist und unser Main-Künstler. Heute dürfen wir jetzt mittlerweile schon ein bisschen mehr machen. Und aus dem Grund hat der Josh sich entschieden, die gesamte Band zu machen. Natürlich, hat man Zeit. Sie ist doch vorbildlich, alles mit Maske. Er ist unser Regisseur und macht auch die Bildregie ganz alleine. Ja, ganz allein. Also ich sage jetzt einmal, normalerweise machen das bei so großen Produktionen mindestens zwei Personen, also ein Bildregisseur, ein Bildtechniker. Wenn wir so wie jetzt zwei Kameras oder eigentlich fast 11 Kameras haben, vielleicht sogar zwei Bildtechniker. Und wir machen das mehr oder weniger allein. Erstens mal aus medizinischen Gründen sozusagen, um möglichst wenig zu haben, und zweitens mal, wir sind hier alle ehrenamtlich da und ja, da versuchen wir das Ganze in Produktion möglichst lang zu halten. Das waren Impressionen von Stream Austria und vom Auftritt von Josh letzten Samstag auf dem Webportal und auf der Website und auf dem Streaming-Kanal von Stream Austria. Stream Austria ist ja ein gemeinnütziger Verein und ist eben entstanden aus dieser Situation heraus. Alle machen dort mit übrigens. Man kann dort spenden, also es gibt die Möglichkeit, wenn man sich das anschaut, zu spenden. Und diese Spenden werden vom Künstler gewidmet. Die Spenden vom vergangenen Samstag sind auf Wunsch von Josh und seiner Gruppe an die Gruft in Wien gegangen. Das ist diese Einrichtung für Obdachlose, wo man Verpflegung bekommt und auch ein Dach über den Kopf, zumindest für eine Nacht. Stream aus der AT, dort findet man die, alle Unterlagen und den Kalender. Noch ein weiterer Hinweis, am kommenden Wochenende beginnt eine Streaming-Aktion, die Corinna Milborn, die Chefin des aktuellen Dienstes oder der Informationsabteilung von Puls 4 ins Leben gerufen hat. Dort werden Künstler auftreten und auch dort gibt es die Möglichkeit, das zu monetarisieren. Das heißt, da muss man Eintrittskarten kaufen dafür. Die kosten zwischen 5 und 12 Euro, je nach Künstler. Und dann kann man an diesem Stream teilnehmen oder sich ihn auch für eine gewisse Zeitraum nachher noch ansehen. Mehr auf der Website des Senders Puls 4. Das war der heutige MediaBiz Info Channel. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuschauen. Bei allen, die jetzt live dabei waren oder die Aufzeichnung sich ansehen. Ich habe noch eine Bitte am Anschluss. Wir sind ja auch auf YouTube. Wenn Sie uns dort subscriben, also den Channel abonnieren, dann haben wir vielleicht eine kleine Chance, in eine Region bei YouTube zu kommen, dass wir ein bisschen auffallen und dass wir eine größere Verbreitung finden und vielleicht auch das Thema Monetarisierung dann in irgendeiner Weise auch für uns schlagend wird. Jedenfalls nächste Woche, am 14. Mai, wird es die nächste Ausgabe geben, womit wir uns inhaltlich beschäftigen werden. Das kann ich heute noch nicht sagen, denn so viele Absagen wie für diesen Info-Channel haben wir noch nicht bekommen, vorher noch nicht bekommen. Entschuldigung, ich kriege noch was zugeflüstert. Bitte? Ja, also ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt gerade gehört, dass angeblich die Corinna Milborn, die diesen Channel initiiert hat, bei Puls 4 nächste Woche bei uns zur Verfügung stehen wird. Freue ich mich schon sehr drauf, weil ich auch an Sie als Journalistin im aktuellen Dienst ein paar Fragen hätte. Ich bedanke mich jedenfalls noch einmal sehr, sehr herzlich bei unseren Gästen, die heute mit dabei waren, bei Markus Mittermeier von der Firma Hornzel aus der Management-Ebene Vertrieb und Marketing, bei Oscar-Preisträger Stefan Rosowitzki, Nestroy-Preisträger Markus Kupferblum und beim Chefökonomen der Bank Austria Stefan Bruckbauer. Ich verabschiede mich recht herzlich und wir sehen einander spätestens kommende Woche wieder. Einen schönen guten Abend noch.